Stefanie Heinrich. Guten Abend, liebes Münsterland. Ich freue mich sehr, dass Sie auch heute dabei sind. Herzlich willkommen. Es ist natürlich wirklich ein Schock. Man kommt nach Hause und das Wasser funktioniert einfach nicht. Und für die Mieter in zwei Mehrfamilienhäusern ging es tagelang so. Nichts funktionierte und die Not ist groß. Einen Adventsmarkt vor historischer Kulisse gibt es an diesem Wochenende am Schloss Rasfeld im Kreis Borken. Mein Kollege Dennis Burg ist heute Abend hingefahren. Lieber Dennis, historische Kulisse, das sagt sich immer so schön und klingt toll, aber was ist denn so um dich rum historisch schön? Also, die ganze Anlage ist ein Traum. Ja, vielen Dank und ganz liebe Grüße dahin. Jetzt gehen wir noch mit Weihnachtsmusik raus. Ja, vielen Dank. Die einen haben einen Weihnachtsmarkt in dieser Woche, die anderen haben eine total aufregende Woche gehabt. Ursula Hüvel aus Münster, für sie war es eine sehr aufregende Woche. Sie ist geehrt worden mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Für etwas, wovon sie sagt, das mache ich doch eigentlich schon immer und ist selbstverständlich. Nein, selbstverständlich ist es nicht. Ihr außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement seit Jahrzehnten für andere Menschen. Deshalb gab es jetzt diese Ehrung. Und wir gucken mal auf den nächsten Beitrag. Wir haben dieses Jahr in der Lokalzeit einen Adventskalender gebastelt, in dem täglich so ein kleiner Beitrag steckt. Wir haben das WDR-Archiv dafür durchsucht, nach ganz schönen oder auch kuriosen Beiträgen, die so vor 30, 40, 50 oder auch 60 Jahren im WDR gelaufen sind. Heute geht es um die autofreien Sonntage. Insgesamt gab es damals 4, aber der am 2. Dezember 1973, der tat vor allem den Gastronomen im Sauerland und allen Wintersportfans bei uns in der Region doch ein bisschen weh. Und jetzt haben wir keinen autofreien Sonntag an diesem Wochenende, aber zwischendurch eine autofreie Autobahn. Die A1 zwischen Münster-Hiltrup und Ascheberg ist nämlich an diesem Wochenende in beiden Richtungen gesperrt. Grund sind Brückenbauarbeiten im Zusammenhang mit der Verbreiterung der wichtigen Nord-Süd-Verbindung. Eine Brücke bei Amelsbüren ist schon vor einigen Wochen abgerissen worden. Jetzt werden hier Pfeiler für eine neue Brücke installiert. Die Sperrung dauert von heute Abend 22 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr. Umleitungen sind ausgeschildert. Bei uns im Münsterland gibt es aktuell genau einen Mann, der eine Ausbildung zur Hebamme macht. Am Franziskus in Münster. Das ist wirklich immer noch super, super selten, dass ein Mann als Geburtshelfer im Kreissaal arbeitet. Aber wir lernen jetzt so einen Mann kennen. Michael Melchiseder hat seine Ausbildung zur Hebamme schon fertig. Er arbeitet aktuell in einem Dattelner Krankenhaus. Und wie er das geworden ist, was er heute ist, das erzählt er uns für unsere Reihe Besser so. Ganz viele Frauen jetzt, oh, toll. Und dann habe ich jetzt noch was Tolles. So ein kleines Kunstwerk, das ist eine Torte. Und ich glaube, ich muss jetzt mal ganz genau zuschauen, wie er das gemacht hat. Er, das ist Wieland Buschmann, er ist gelernter Konditor, aber sein Herz schlägt nicht nur für Kuchen, sondern auch für guten Kaffee. Für Weihnachten, ja, ne? Noch mehr weihnachtliche Kuchenideen gibt es übrigens am 4. Advent um 18.15 Uhr im WDR. Kaffee, Nougat und eine Prise Zimt. Eine Kuchenreise durchs Münsterland heißt es am 4. Adventssonntag. Empfehle ich Ihnen jetzt schon. Was tut gut nach so viel Süßzeug? Auf jeden Fall ein Spaziergang. Und das können wir jetzt machen mit Alexandra. Die hat noch ihren Hund dabei. Ja, und diese Katze kommt auch mit. Ich weiß ja nicht, ob Konrad Dahlmann seine Runden durch die Baumberge immer alleine spaziert. Auf jeden Fall hatte er eine Kamera mit und uns viele tolle Pilzfotos geschickt. Vielen Dank dafür. Und damit gehen wir auch rüber in die Wetteraussichten fürs Münsterland. Heute Abend kann es ein bisschen Schnee geben. Soweit für diesen Freitagabend. Jetzt sehen Sie Boss Junior um 7:45 im WDR. Ich wünsche Ihnen ein zauberhaftes Wochenende.